So wie es aussieht, könnte der Kampf um das Wasser bald Geschichte sein, da eine neue Entdeckung die Trinkwassergewinnung in Zukunft auch in entlegensten Wüstengebieten der Welt ermöglicht. Ein Artikel, der in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, berichtet, dass Evelyn Wong gemeinsam mit ihren Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology eine Art Gerät entdeckt haben, welches in der Lage ist, Trinkwasser aus der Luft mit Hilfe von Wärme und Sonnenlicht zu entnehmen. Das Gerät funktioniert auf einfache Weise. Partikel des porösen Materials absorbieren Dampf und Sonnenlicht und zwingen Wassermoleküle dazu, in einem Behälter zu kondensieren. Was in diesem Magazin nicht erwähnt wird, ist, dass sie nicht die ersten auf der Welt sind, die diese große Entdeckung machen. Bereits im Jahr 2015 wurde die Erfindung einer Maschine, die Wasser aus Luft erzeugen kann, durch drei chilenische Ingenieure veröffentlicht. Freshwater ist ein intelligentes System für den Hausgebrauch, das gereinigtes Wasser aus der Luft erzeugt, um Familien zu helfen, die in Gebieten ohne Zugang zu Trinkwasser leben. Diese Technologie funktioniert nur, wenn es an eine 220 Volt Stromquelle angeschlossen ist. Aktuell ist es in Kachiyuyo installiert und versorgt rund 40 Familien mit Wasser. Die Anlage wurde auch auf dem Hochplateau Chiles in einer Höhe von 3500 Meter installiert, wo sich die Nomadengemeinschaft Aymara de Copaquire befindet, die zu bestimmten Zeiten des Jahres bis zu 5 Stunden laufen mussten, um Zugang zu Wasser zu haben. Im Jahr 2015 wurde Freshwater mit dem Avonni-Preis für natürliche Ressourcen ausgezeichnet. Ein weiterer Erfinder einer Maschine, die Wasser aus der Luft erzeugt, ist der Mexikaner Genaro Murillo Velázquez. Außerdem recycelt sie aber auch Abwasser und entsalzt Meerwasser zu einem sehr wirtschaftlichen Preis. In Israel hat WaterGen eine Technologie patentiert, die Wasser aus der Luft entzieht, welche aus dünnen Kunststoffplatten besteht, die so platziert sind, dass sie einen doppelten, wechselnden Luftstrom erzeugen. Der Einsatz von Kunststoff ermöglicht das Kühlen und Erwärmen von Luftströmen. Pilotprogramme gibt es bereits in Indien, Vietnam, Thailand und auf den Philippinen. Wie in Spanien hat auch der Erfinder Enrique Vega, ein 75 Jahre alter Galizier, der vor 50 Jahren nach Sevilla ausgewandert ist, einen Mechanismus entwickelt, um der Luft Feuchtigkeit zu entziehen und sie in Wasser umzuwandeln. Die Bedienung dafür ist simpel. Die Maschine erfasst das in der Atmosphäre gelöste Wasser und verursacht lediglich dessen Kondensation. Sie kann bis zu 5000 Liter pro Tag bei einer Temperatur von bis zu 40 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 10% produzieren. Der Preis für einen Liter Wasser liegt bei nicht einmal 2 Cent, bei einem Kilowattpreis von ungefähr 6 Cent, womit es sich um eine relativ kostengünstige Art der Wassergewinnung handelt. Das Unternehmen Altes Rio, welches für den Vertrieb verantwortlich ist, hat diese große Erfindung nach Namibia gebracht, ein Land mit großen Dürreproblemen. Es scheint, dass die nordamerikanischen Erfinder nicht die ersten waren, die dieselbe Idee hatten. Es ist natürlich ein Grund zu feiern, dass diese fortschrittliche und vor allem wirtschaftliche Erfindung in verschiedenen Teilen der Welt entwickelt wurde und auch den Ärmsten der Armen Zugang zu Wasser verschafft. Zugang zu frischem Wasser für alle öffnet die Türen zu einer besseren Zukunft, denn Wasser ist alles. Die Ernte von Millionen von Menschen hängt davon ab. Egal, aus welchem Land diese Entdeckung kommt, das Wichtigste ist, dass sie so schnell wie möglich umgesetzt und verbreitet wird. Eine durchweg positive Nachricht.